Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und in der heutigen Einheit soll es darum gehen, wie ich eigentlich im Software Engineering die Anforderungen ermittle. Sie haben ja schon oft gehört, dass so IT-Projekte scheitern und wir schauen uns jetzt mal an, woran das unter anderem liegen könnte. Da gibt es ja auch gerne so ein paar launige Bilder, ne? Also der Kunde erklärt irgendetwas, sieht so aus und der Projektleiter versteht das hier. Dann gibt es einen Analyst im Englischen, ne? Also das ist der, der jetzt das, was der Kunde haben will, analysiert und der entwickelt das und entwirft das. Dann wird es eben implementiert, sieht so aus und dann kann man mal hier gucken, was der Berater sich überlegt hat, ist das. Dokumentiert wird natürlich nie irgendwas, damit man auf gar keinen Fall weitermachen kann. Installiert wird dann sowas. In Rechnung gestellt wird ein ganzer Vergnügungspark, auch klar. Gewartet wird natürlich auch nichts. Und was man eigentlich gebraucht hätte, wäre wahrscheinlich so eine einfache Lösung. Ja, die Existenz dieses Bildes, das Sie in zig Varianten im Internet finden, deutet schon darauf hin, dass es da offensichtlich ein Problem gibt. Dieses Problem ist in der Regel darin begründet, dass man nicht so genau weiß, was man eigentlich implementieren möchte. Das liegt jetzt nicht daran, dass in der IT nur Nasen arbeiten oder so, sondern da gibt es gute Gründe für. Und wir nähern uns dem Problem jetzt mal mit unseren Ansätzen, die wir aus Konstruktion 2 ja schon kennen. Also wenn wir uns mit einem neuen Produkt beschäftigen, dann ist das ja eine Lösung für ein Problem. Dann stellen wir uns immer die Frage, welche Eigenschaften muss die Lösung aufweisen? Welche Eigenschaften darf sie nicht aufweisen? Also irgendwie besondere Beschädigung der Umwelt, ne? Das ist jetzt bei einem Auto nicht mehr so en vogue. Welche Eigenschaften sind wichtig? Ja, natürlich implizit auch, welche Eigenschaften sind unwichtig? Was will ich eigentlich damit machen? Also welche Anwendung soll es dienen? Wo soll es eingesetzt werden? Das ist ja immer wichtig, gerade wenn es irgendwie um Klimazonen geht oder so. Also wo soll es genau benutzt werden? Und ganz wichtig, ist immer ganz praktisch, wenn ich noch weiß, was der Hintergrund der einzelnen Anforderungen ist, sodass ich dann entsprechend zuordnen kann, wie wichtig eine Lösung ist. Dabei stellt sich natürlich immer die Frage, was will ich erreichen? Und da gibt es ja den Begriff der Qualität und man hört ja immer so umgangssprachlich sagen, ja, das ist eine gute Qualität oder das ist von hoher Qualität. Ja, was weiß ich, bei einem Pfund Kartoffeln, das ich von meinem Lieblingsbauern kaufe. Die Frage ist aber, was ist eigentlich Qualität aus technischer Sicht? Und aus technischer Sicht ist die Qualität der Grad der Übereinstimmung des Produktes, also dessen, was ich entwickle, was ich abliefere, mit den Anforderungen. Gut, das heißt also, die Anforderungen an ein Produkt sind die Grundlage für die Produktqualität. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn ich die Anforderungen nicht definiere, dann kann ich nie eine Aussage über die Qualität festlegen. Ja, das heißt also, ich muss immer erstmal aufschreiben, was mein Produkt können soll und ganz wichtig, wie ich das messen möchte. Denn wenn ich es nicht messen kann, dann kann ich auch die Erfüllung der Anforderungen ganz schlecht bestimmen und dann kann ich eigentlich überhaupt keine Aussage zur Produktqualität machen. Das Ganze kennen wir ja aus der Konstruktion 2. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man methodisch vorgeht. Ich habe jetzt mal die VDI 2221. Ja, da kennen wir das ja. Es gibt eben hier so eine Reihe von verschiedenen Schritten. Es wird immer ein bisschen detaillierter und es gibt immer so Zwischenergebnisse. Also es geht los mit einer Anforderungsliste, dann kommt eine Funktionsstruktur, dann kommen die prinzipiellen Lösungen, die modularen Lösungen und wir sehen, es geht auch hier immer zurück. Ganz am Ende kommt dann unten irgendwas raus, eine Produktdokumentation, nach der ich das Produkt erstellen kann und dann muss ich eben gucken, ob ich es realisiere. Also ob ich in die Produktion gehe, wenn ich in die Massenproduktion gehe oder ob ich das Einzelteil herstelle, ne, im Anlagenbau zum Beispiel und eben dann entsprechend das realisiere. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile dieses Vorgehens. Ich kann jetzt in jedem Teilschritt die Zwischenergebnisse überprüfen und bewerten. Das ist klar, steht ja immer, das und das mache ich und dann kommt das und das Ergebnis raus. Das Ergebnis kann ich jetzt kommunizieren mit anderen Menschen. Ja, es ist also schon Teil der Produktdokumentation. Ich kann dann eben, wenn ich feststelle, dass es irgendein Ziel, was wichtig ist, nicht erreiche, durch einen gezielten Rückschritt in diesem Ablauf die Lösung verbessern. Ja, ich kann einfach mehrere Lösungen definieren, die dann verworfen werden können, wenn sie nicht optimal sind. Ich kann das Ganze ein bisschen steuern. Wenn ich sage, okay, wir geben uns so ein paar Schritte, die wir in einer gewissen Reihenfolge machen, dann kann ich auch eine grobe Zeitplanung machen. Ich kann auch eine grobe Kostenplanung machen, weil ich ja weiß, okay,
Beim letzten Mal haben wir für die und die Anlage 8 Wochen in der Konzeptionsphase gebraucht mit 7 Mann. Da habe ich ja schon mal ungefähr eine Vorstellung, was eine Anlage in der Größenordnung eben für Konzeptionskosten nach sich zieht. Und ganz wichtig, dadurch, dass ja alle immer an der Dokumentation arbeiten, habe ich am Ende hoffentlich den Zuwachs an Unternehmenswissen, sodass ich im Prinzip bei dem nächsten Projekt auf Dinge aufsetzen kann, die halt eben dann schon vorentwickelt sind. Dazu ist aber wichtig, dass ich die Aufgabenstellung kläre. Klassischerweise ist es so, wir haben eine Entwicklung, eine Produktentwicklung, die erhält die Aufträge von anderen Unternehmensbereichen. Das ist völlig klar. Es gibt irgendwie jemanden, der den Markt betrachtet, der sagt, Autos mit Einparkhilfe sind in Zukunft der heiße Scheiß, das müssen wir jetzt entwickeln. Ja, dann gibt es eine Produktplanung, die sagt, okay, wir müssen Sachen verändern. Dann gibt es, wie gesagt, den Vertrieb, der sagt, wir können bestimmte Dinge in Zukunft besser verkaufen. Dann gibt es die Kundenbetreuung, wo ja gerade so Sachen wieder zurückkommen. Ja, das und das hat nicht so gut funktioniert. Ja, da müssen wir konstruktiv was ändern oder da müssen wir an der Funktionsweise der Lösung was ändern, weil die Kunden damit nicht klarkamen. Ja, der Klassiker war ja damals diese Audi-Aktion, wo sie eben die Unfälle in den Tiefgaragen hatten, weil das Auto eben vorwärts gefahren ist, obwohl die Menschen gedacht haben, es hätte den Rückwärtsgang drin. Und ganz wichtig natürlich das Produktmanagement, also der den Hut auf hat für dieses Produkt, der wird natürlich auch noch Anforderungen einstellen. Dann kommt eben ein Entwicklungsauftrag in Form eines Produktvorschlages oder eben eine konkrete Kundenbestellung, also beim Anlagenbau eher so konkrete Kundenbestellung. Und auf der anderen Seite bei Massenproduktion, sagen wir mal Automobilbau, natürlich eher so ein Produktvorschlag, wo ich sage, naja, wenn ich jetzt eine M-Klasse entwickle, die so ein bisschen anders ist als die G-Klasse, dann werde ich die wohl verkauft kriegen. Dann kann ich natürlich so Sachen wie Verbesserungsvorschläge einfließen lassen. Ja, und dadurch, dass es so viele Gruppen gibt, also die jetzt quasi als Kunde gegenüber der Konstruktion auftreten und da ihre Anforderungen abliefern, ist natürlich auch die Qualität der Aufgabenstellung unterschiedlich. Ja. Ich sage jetzt mal Qualität in Anführungsstrichen. Also die sieht unterschiedlich aus, die geht unterschiedlich in die Tiefe und die kann man natürlich auch unterschiedlich gut sofort umsetzen. Schauen wir uns mal an, warum ist es wichtig, dass ich die Aufgabenstellung kläre? Also der Kunde, der denkt ja in so Sachen wie Problem, Wunsch, ja, also was möchte er gerne machen? Ja, er möchte vielleicht, wenn er ein Fahrzeug erwirbt, möchte er bequem von A nach B kommen und er hat so Vorstellungen, wie lang seine Reisen so sind, wie lange die dauern sollen. Ja, oder der Kunde sagt eben, ich habe hier immer das Problem, dass ich die Lieblingsrezepte meiner Frau vergesse und da bräuchte ich jetzt mal eine App, in der ich Rezepte verwalten kann oder in der Rezepte drin sind, die ich dann irgendwie liken kann oder sowas. Genau, das sind so Probleme und Wünsche. Und auf der anderen Seite sitzt ein Entwickler, der lebt ja eigentlich in so einer Anforderungswelt. Der sagt, naja, also wenn ich das und das erfülle, dann ist das genau das, was der Kunde haben möchte. Ja. Und dann macht er sich ein Messkriterium dazu. Also wenn ich sage, das Auto soll 20% leichter sein als der Vorgänger, dann ist es relativ einfach. Dann wiege ich den Vorgänger, ziehe 20% ab, dann habe ich ein Messkriterium, nämlich das Gewicht und habe eine Grenze dafür. Ja, und irgendwie muss jetzt das vom Kunden hier zum Entwickler. Ja, das ist so ein bisschen unser Problem. Und das lösen wir ein bisschen dadurch, dass wir das auch bidirektional machen. Also nicht so dieses klassische, der Entwickler kriegt irgendwie auf den Tisch gelegt ganz viele Anforderungen, sondern wir müssen mit dem Kunden reden und wir werden auch gleich sehen, warum. Das liegt nämlich daran, dass der Kunde ziemlich weiche Vorstellungen von seinem Problem hat. Der Kunde geht ja gar nicht hin und sagt, das Auto soll 20% leichter sein. Oder der Kunde geht auch nicht hin und sagt, ich möchte mit der Anwendung konkret das und das machen. Der Kunde sagt, ich habe irgendwie ein Problem mit den Rezepten, die ich immer vergesse. Ja, könnt ihr das mal irgendwie lösen? Ja, dann machen wir das. Ja, und das ist eben eine Frage, die man eben im Hin und Her klärt. Und im Maschinenbau, ne, da kommen wir alle her als Ingenieure und Ingenieurinnen, da ist es relativ einfach. Ich habe irgendwie so Probleme der Art und Weise, ich möchte diese Nägel in die Wand hauen und es gibt dann auch schon irgendwelche Lösungen, nämlich zum Beispiel einen Hammer. Jetzt komme ich mit einem neuen Problem und das ist jetzt gar nicht so originell, dieses neue Problem. Es geht einfach um größere Nägel, die jetzt auch in die Wand sollen. Ja, was mache ich da? Ich nehme einen größeren Hammer. Ja, das wäre jetzt quasi die Lösung für das Problem. Große Nägel in die Wand schlagen ist große Hammer nehmen. Ja, dann produziere ich große Hammer und versuche die an irgendwelche Kunden zu verkaufen, die mit diesem Problem oder mit dem Wunsch, große Nägel in die Wand zu schlagen,
zu mir gekommen sind. Und da sehen wir jetzt auch schon ein Problem. Ne? Wir haben hier so Wünsche und wir haben Vorfixierung. Ne? Sie haben gesagt, ja, Nägel, Wand, Hammer. Ja? Das ist so, das ist schon drin, dass man was kennt. Ne? Das geht ja weiter. Also wir haben oft unklare Informationen und das eigentliche Problem ist eben überdeckt von diesen Vorfixierungen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also wir haben hier so zwei Menschen, also Gärtner, die mähen eine gewisse Menge Rasen, also der wird im Prinzip von den beiden gepflegt. Und dazu haben die solche Aufsitzrasenmäher. So, jetzt könnte man sich ja vorstellen, irgendjemand kommt auf die Idee, ja, also hier der eine, der soll jetzt eingespart werden. Ne? Also der wird in eine andere Abteilung versetzt oder der hat gesundheitliche Probleme. Jedenfalls ändern wir gerade mal was an der Organisation und jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, jo, wir lösen jetzt das Problem dieser Rasenfläche, die ja gleich groß bleibt, lösen wir jetzt anders. Ja, da wäre das Naheliegendste, alles klar, wir geben unserem verbleibenden Gärtner einen größeren Rasenmäher. So. Das ist Vorfixierung par excellence. Ja, wir kennen das Thema Rasenmäher mit dem Aufsitzrasenmäher und dann nehmen wir das einfach, machen das größer oder breiter in unserem Fall oder sonst wie. Schneller. Ja. Gut, man könnte aber auch hingehen und sagen, nee, wir machen das so, wir lassen da jetzt kleine autonome Roboter rumfahren, die Rasenfläche mähen. Ja, und der Gärtner hat dann die Aufgabe, die zu warten, also dafür zu sorgen, dass die auf dieser Rasenfläche bleiben, dass die an der richtigen Stelle eingesetzt werden und so weiter. Das könnte ja unter Umständen eine günstigere Lösung sein, weil die dann nicht ständig mit diesen Benzindingern durch unsere schöne Parkanlage donnern. Ja, also ja, ist im Prinzip eine Lösung, die wir heute einfach kaufen könnten, durch eine Vorfixierung überlagert. Und das haben wir ganz oft. Und ich habe jetzt mal so einen Klassiker, das ist so ein typisches Kneipenspiel mitgebracht. Ja. Ganz oft haben wir eben falsche Randbedingungen. Ja. Also wenn wir eben in dem Beispiel über die Randbedingungen, naja, wir haben Aufsitzrasenmäher, nehmen wir wieder einen Aufsitzrasenmäher. Ja. Das ist ganz oft der Grund für eine Vorfixierung. Ich habe jetzt mal dieses Beispiel mitgebracht. Die Aufgabe ist, verbinden Sie alle neuen Kreise mit vier Linien, ohne abzusetzen. Ja, das Ganze findet statt auf dem Papierdeckel oder einem Bierdeckel, also ne, das ist unser Spielfeld quasi und das ist jetzt die Aufgabe. Und das nächste Video zu dem Thema fange ich dann genau mit der Lösung dieser Aufgabe an.